Die Steine müssen weg. Ich kann mir. Die Steine Untersand muss weg. Ich kann mir gut vorstellen, dass ANG Construction die gebrauchen können. Zwei Steine gibt es eine Münze, ist wunderbar. Perfekt. So, das haben wir jetzt ein bisschen Kohle gemacht. Und zwar genau 1582 Gold. Haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Plus gemacht, weil wir so fleißig Steine gesammelt haben. Okay, perfekt, die Lagerungen sind fertig. Das heißt, ich kann die Bronzerohre herstellen lassen. So, und irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Irgendwas hatte ich gerade im Kopf gehabt, was ich machen wollte. Na, mir fällt es nicht mehr ein. Mir fällt das gerade nicht mehr an. Blöd. Ich denke, es war irgendwas Wichtiges, aber ich habe es vergessen. Obwohl, ich glaube, das war tatsächlich nichts so wichtig. Ich glaube, ich wollte nämlich den Tisch, glaube ich, erstmal ins Haus reinsetzen. Damit ich da wenigstens ein bisschen mehr halt habe. Und so ist der Tisch besser aufgehoben als vor der Couch. Ja, es ist asymmetrisch. Weil die Couch nicht passt, aber egal. So, und dann können wir hier ein bisschen was draufstellen, ne? So, mal Teeservice. Blumentopf einfach mal draufstellen. Passt schon. Ich kann auch was zu essen, glaube ich, draufstellen. Ein bisschen Nahrungsmittel draufstellen. Wie so ein gedeckter Tisch. Das sieht doch wunderbar aus. Aber definitiv mehr Verteidigung, halt ein bisschen mehr aus. Ja, das passt schon. Wie schaut's hier aus? Das ist fast fertig. Das braucht noch 2 Stunden. Und die Sachen sind doch auch fertig. Das ist super. Zack. So, es fehlen jetzt noch die Stahlplatten. Lass ich jetzt mal anfangen zu schneiden, zumindest 1, 2 davon.
Die eine brauche ich natürlich noch. Und dann kann ich weitermachen mit dem Drucker. Und das Qualitätsleder brauche ich auch noch ein bisschen. Ist auch nicht so wild. Bis zum nächsten Level fehlt mir leider noch eine Menge. Ich habe eben schon gesagt, da ich jetzt das hier alles voll habe, will ich ja das soziale Netzwerk ausbauen. Dass ich hier eine erhöhte Chance auf einen zusätzlichen Beziehungspunkt habe, hier erhöhte Chance auf zusätzliche Beziehungspunkte für Geschenke, erhöhte Werkstattrufpunkte bekomme, Gegenstände für mehr Gold verkauft werden und. Und da werde ich auch gucken, welches ich das komplett durchmache. Also komplett auf dem Maximum habe. Und dann kann der ganze Rest kommen. Dann mache ich erstmal Kampf auf Maximum. Und dann mache ich zum Schluss Sammeln nochmal aufs Maximum. Das heißt dann, das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. In dem Moment. Ich denke, so kommen wir eher voran, als wenn ich da eine Sache maximiere und dann. Bleibt der Rest auf der anderen Seite auf der Strecke. Ich habe ja schon gesagt, ich werde so viel wie möglich machen. Ich werde versuchen, alles zu machen. Im Laufe des Projekts. Aber wie gesagt, ich werde auch ab und zu mal weiter mit Porsche unterbrechen für andere Projekte. Wie zum Beispiel nächstes Jahr. Ende Januar, Dead Space und direkt hinterher Callisto-Protokoll. Auch wenn Callisto-Protokoll in dem Moment dann schon ausgelutscht sein wird, aber es ist egal. Denn ich mag einfach diese Art von Spiele. Aber ich wollte Callisto jetzt nicht anfangen vor Dead Space, wie gesagt. Vielleicht spiele ich auch erstmal drei Action-Titel wieder, bevor ich mit My Time mit Porsche weitermache. Oder ich füge neben My Time mit Porsche noch einfach Dead Space an. Mal schauen. Da ich vielleicht dann größere Aufnahmen-Sessions machen werde für eigene Aufnahmen, die dann für ein paar Wochen angesetzt sind. Also bei Dead Space werde ich das definitiv machen. Ich habe wahrscheinlich vor Dead Space innerhalb von 2-3 Tagen durchzuspielen. Und dann nochmal privat vielleicht noch ein paar Mal durchzuspielen. Mal schauen. Einfach jeden der Schlüsselaspekt mitzunehmen. No, keine Ausdauer mehr. Perfekt. Dann gehen wir mal zurück, lagern das ganze Holz ein, das wir es gesagt eingesackt haben, weil Holz brauchen wir ständig.
brauche echt mal eine größere Kiste. Okay, das braucht alles noch ein bisschen. Gut, dann können wir den Tag jetzt auch beenden, wenn es schon 0 Uhr. Habe ich gar nicht gemerkt. Verdammt. Wir haben schon Donnerstag. Aufwachen! Also ich brauche 10.000 Gold. Die Hälfte hätte ich schon fast. Das sind keine neuen Aufträge dabei. Brunnen habe ich jetzt schon mal. Dann gehe ich es auch mal aufbauen. Wahrscheinlich darf ich da noch ein Wasserlager hinstellen. Noch irgendwas. Was kriege ich denn da gut als Belohnung? 2500 Gold, 800 Erfahrungspunkte, 60 Rufpunkte und 22 Beziehungspunkte mit Emily. Perfekt. Super. Warte, kriege ich das Geld jetzt nur für den Brunnen? This is wonderful. Thank you so much. Granny will be so happy. Although, do you think I could add to the request? Hm, Tatsache, ich kriege jetzt nur für den Brunnen das Geld. Geil. Like what? Well, you see, if we could add some sprinklers to the fields, that would help a lot. I'm so glad. I thought you might get mad there for a second. Also, ein Wasserlager und ein Sprinkler. Gut, für die Sprinkler brauche ich Ventile, die muss ich mir dann in der Dungeon holen. Das heißt, wir müssen ein bisschen Dungeon-Tour machen. Oh, und wir haben ja natürlich noch Post. Verdammt, habe ich ganz vergessen. Na. Ah. Alles Schleifer, alles klar. Warte, wieso habe ich noch zwei Kupferbarren übrig? Ah, weil ich nur zwei brauchte. Oh mein Gott, ich bin so dämlich. Okay. So, wir haben die kleine Schultertasche, die gebe ich jetzt mal ab. Dann gehe ich den nächsten Auftrag annehmen. Ich weiß noch nicht, wo die gerade ist. Okay, die ist mitten am Platz. Und dann gehe ich hin, baue wahrscheinlich den Drucker. Mal schauen. So, schauen wir mal, was haben wir noch an Missionen jetzt? Oh, na gut, der Baukran müssen wir, wie gesagt, warten, bis wir das Geld zusammengekratzt haben. Aber von der Mission, von daher, ja, fehlt uns wirklich nicht mehr viel. Wasserlager, Sprinkler, Drucker. Der Drucker hat tatsächlich noch Zeit. Ohne jetzt mal warten lassen zu wollen, aber würde dann erstmal hingehen vielleicht und meine
ganzen anderen Sachen upgraden vorher. Wieder zwei Schreibtischlampen. Schon wieder. Hey. Bye. Gut, wir brauchen mal Kupferbank, haben wir ja noch drei Stück. Wir brauchen vier für eine Lampe. Heißt, ich muss noch fünf Stück herstellen. Teilen wir das mal auf zwei. Dann kann ich mal die Schleife upgraden und den Textilium. Die Textilmaschine upgraden. Vielleicht gehe ich sogar mal hin. Und verteile die Kisten lieber mal an der Seite von dem von der Montagestation. Ein kleiner Roboterhilfe. Der Ehrenbot. Das war nicht Karl, aber der Ehrenbot ist auch dabei. So. Und dann kann ich hier ein bisschen was upgraden. Zum Beispiel die Schleifer können wir jetzt mal zwei herstellen, zwei bessere. Und wir können jetzt mal zwei bessere Textilmaschinen herstellen. Wir fangen, glaube ich, mal mit den Textilmaschinen an. Ich schiebe das mal alles zur Seite. Ich glaube, die Textilmaschinen sind recht groß. Ich meine, ich brauche, glaube ich, noch Glas. Ja, ich brauche noch sechs Glas. Na gut. Fangen wir mit den Textilmaschinen an. Der Alles-Schleifer ist wunderbar. Industrieller Ofen plus eine Schleifmaschine. Stahl. Ah, gut, da brauchen wir eben Arbeitstisch Level 3. Wir haben Feuerbetrieb und Generator, brauchen wir halt. Würde ich gerne bauen. Bin ich ehrlich. Dann bräuchten wir tatsächlich viel mehr als ein Sleepit ist. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal die fortgeschrittene Textilmaschine, damit wir da mehr autark sind. Ja, wir sind ja eh schon so autark, aber dass wir da mehr machen können mit. Und uns nicht davor drücken müssen. So, wir brauchen zwei Bronzerohre. Fange ich mal damit an. Das sind vier Bronzebarren. Dann arbeitet das erstmal. Und währenddessen, wir brauchen ja Ventile für die Sprinkler. Ah, ich habe die Ventile für die Sprinkler. Ich brauche noch Kupferrohre. Ah. Okay. Oh, pass auf, ich gehe trotzdem ein paar Runden in die Dungeon. Oder soll ich? Eigentlich will man es haben. Nee. Wir brauchen aber die Datendisks. Geh mal halt rein.
Wir gehen aber mal in Level 1, weil wir brauchen noch ein paar mehr Motoren und wir brauchen ein paar mehr Schaltkreise. Wir gehen da ein paar Mal rein, besiegen den Boss ein paar Mal. Ist. Oh, den kriegen wir Kupferbarren, stimmt. Hier Kupferbarren vor den Monstern. Können wir uns da einiges sparen. Waste Treatment Facility. Ah, stimmt, wir sind ja hier. Wenn Steine da angekullert kommen. Der Kupferspule, au! Steine in den Kopf bekommen. Kleinen Motor perfekt. Na geil. Vielleicht noch mal diese Rampe. Noch ein paar Motor. Aua! Motoren. Weg, Level up. Level 30. Können wir gleich mal hingehen, Skillpunkt verteilen. Einen zusätzlichen Punkt für eine Chance auf einen zusätzlichen Beziehungspunkt erhöhen, das ist immer gut. So, jetzt zu dir, Kumpel. Ich muss mal kurz die Kisten zerballern und dann komme ich zu dir. Zu dir. Perfekto. Ein Haufen Stuff ist immer gut. Und gleich weißt du schön, wann nochmal eine Runde. Wie die Zeit auch umgeht. Ein bisschen was gemacht haben. Erstmal immer wieder absichtlich auf die Platte treten. Na cool, wieder die Rampe. Nochmal ein Motor. Geiler Scheiß.
Wieso haben wir eigentlich diesmal 5 Ebenen vorhin? Waren eben gerade was da 4? Oder bin ich in Level 2 gelandet? Ja, ich bin noch in Level 1. Okay, ein bisschen Jump Run, das kriegen wir auch hin. Silikonchips. Einfach Schaltkreise. Ist doch wunderbar. Wunderbar. So, der schnell. Wieder seine Kisten durch die Gegend. Mann, wenn er eine Kiste auf der Kiste zuschlägt, dann zählt's nicht. Das brauche ich. Und erneut erledigt. Perfekt. Da haben wir wieder ein paar kleine Ressourcen angesammelt. Das sollte auch reichen für einen Tag. Jetzt müssen wir vom Töpfer abholen, wieder zurückbringen und dann geht's weiter im Text. Ein bisschen Action wieder gemacht. Ein besseres Schwert wird echt mal nötig, tatsächlich. So. Zu machen für das gute Stück, der sind auch fertig bald. Einfache Schaltkreise, die habe ich auch in 4 Stahlplatten. 4 Stahlplatten brauche ich 12 Holzkohle. Die können wir noch arbeiten. Perfekt, 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 perfekt. Und das Glas braucht leider noch einen Tag. Also nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall, bevor wir hingehen und noch ein weiteres Grundstück-Upgrade, machen wir erstmal die ganzen anderen Upgrades. Sprich, Arbeitssicherung auf Level 3, Montagestation auf Level 3 und das Haus auf Level 3. Ups, da muss noch einer mehr ran.
So, und die Schreibtischlampen. Und hat einen weiteren Auftrag für die Stadt erledigt. Hey Django! Hey! On guard! Ha! Watch out, young one! Your reaction speed is way too slow! Irgendwie habe ich das Gefühl, er sagt mir immer nur die gleichen Dinge. Isaac! What an interesting AI! I wonder if he can tell me stories from his era. Jawohl, 807 Golds. Und es wird Zeit für einen weiteren Auftrag. Ein Ghetto Blaster. 6030 Golds, nehme ich an. Da sage ich nicht nein, denn ein Ghetto Blaster ist echt schwer herzustellen. Und da Freitag ist, können wir auch was Großes herstellen. Ich muss noch kurz die kleinen Schaltkreise. Mal gucken, ob ich noch blaues Leder übrig habe. Ja, ein bisschen habe ich noch. Mal gucken, ob das reicht. Die kleinen Schaltkreise. Wo sind sie denn? Natürlich immer in der letzten Kiste. Jetzt brauche ich noch die Stahlplatten, das ist alles wunderbar. Ich kann auf jeden Fall schon mal gucken, was ich für den Ghetto Blaster brauche.